liebe Gemeinde, könnten Sie gut verzichten. Die Schüler vielleicht immer noch auf die Schule war kein Problem ohne die lange Zeit. Oder doch? Die Erwachsenen könnten manchmal gut auch auf die Arbeit verzichten, aber grundsätzlich auf Streit. Ich könnte auch auf Streit gut verzichten. Mag ihn nicht auch, wenn ich weiß, wie wichtig es manchmal ist, zu streiten, gut zu streiten. Worauf könnten Sie gut verzichten? Worauf könnten Sie nicht gut verzichten? Was würde Ihnen so fehlen, dass es wehtut, weil es fehlt? Worauf könnten Sie nicht gut verzichten? Jahr für Jahr kommt uns die Passionszeit mit diesen Fragen. Und fragt sie uns auch, damit wir uns neu justieren können. Einmal die neben uns treten, um uns selbst zu fragen, was brauchst du wirklich? Und was tut dir wirklich gut? Was aber auch nicht? Klärungshorizonte könnten uns die Passionssonntage noch heute sein. Und auch darin wird dieser Gottesdienst ein sicher an uns gesegneter Dienst Gottes sein, den wir nun feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Denn Gott ist gegenwärtig. Da wurde er betrübt im Geist und bezeugt und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Der lag bei Tisch an der Brust Jesu, dem winkte Simon Petrus, dass er doch fragen solle, wer es denn wäre, von dem er denn redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan ihn an. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust,
das tue bald. Als dieser nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. So sei Gnade mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, in Ewigkeit. Amen. Du hast mich verraten. Getroffen, gekränkt, verletzt, enttäuscht. All das schwingt mit, Verrat geht unter die Haut. Du hast mich verraten. Nicht nur weniges, sondern alles in der Beziehung scheint auf einmal zerbrochen. Und ja, etwas Entscheidendes ist ab da verloren, tatsächlich. Mit dem Vertrauen wird es wohl nie wieder so werden wie vor dem. Die Basis für das Miteinander ist unterhöhlt und es muss sich erst noch zeigen, ob wieder neu dort etwas an Beziehung wachsen könnte. Denn du hast mich verraten. Aber noch ist es nicht so weit, noch nicht. Aber so eine Vorahnung ist schon da. Einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung. Es werden nicht alle zu 100% hinter dir stehen. Es werden nicht alle zu 100% dem Druck standhalten. Es werden nicht alle der Versuchung widerstehen können. Der gesunde Menschenverstand sagt es, wenn es brenzlig wird, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es die Komfortzone verlässt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, du weißt das doch. Dann zeigt sich wahrer Freund oder nicht. Dann sieht man, auf wen kannst du dich verlassen und auf wen auch nicht. Dann werden aus vielen Freunden manchmal wenig Ware, die dann noch zu dir halten, wenn du schwach bist, wenn du nicht mehr freigebig geben kannst, wenn du nicht mehr so anerkannt bist, wenn du nicht mehr vermögend bist. Denn wer mag schon einem Schwachen beistehen? Wer will einem nahe bleiben, der so offensichtlich Loser scheint? Einem, der sich nicht wehrt? Der den anderen dann nicht den Hammer zeigt, der nicht mit der Faust auf den Tisch legt, sondern einem nahe bleiben, der sich einfügt in sein Schicksal, der annimmt, die Ungerechtigkeit selbst auf sich nimmt. Wer von euch? Wer von euch würde dem sich zur Seite stellen? Wer von euch hätte den Mut, sich auch dann noch zu ihm zu bekennen, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, öffentlich verspottet wird? Wer? Und würde ich es? Tatsächlich? Nein, noch ist es nicht so weit. Noch ist die Erfahrung verraten und verkauft nicht real, aber in sich. Der reine Menschenverstand sagt das. Nicht alle schaffen das. Einer ist immer darunter, der dann weiche Knie bekommt, der nicht durchhält bis zuletzt, der es nicht schafft, mitzugehen bis zum Schluss. Der reine Menschenverstand sagt das, dass die Erfahrung ist das. Einer wird dabei sein. Einer wird mich verraten. Nein, noch ist es nicht so weit. Noch ist die Bekanntschaft mit Jesus etwas, womit man sich schmücken kann. Noch ist er beliebt bei den Allermeisten. Der Wunderheiler, der so viele gesund macht, der Retter und Gottesheld, so wurde er bejubelt, als man mit ihm durch die Straßen zog. Und wenn man dicht bei ihm stand, dann bekam man auch etwas von diesem wunderbaren Glanz mit ab. Aber so schnell kann die Stimmung kippen. Eben noch bejubelt, von allen geschätzt und sehnsüchtig empfangen, aber auf einmal als Gefahr deklariert und eingestuft und darin auf die Todesliste gesetzt. Dann ist es nicht mehr so leicht, neben ihm zu bleiben, ihm treu zur Seite zu stehen, als Christ sich zu behaupten in einer zunehmend christkalten Gesellschaft, für ihn einzustehen in einer Zeit, in der immer weniger mitbeten, ich glaube an Gott, den Vater und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und den Heiligen Geist, in einer Zeit, in der immer mehr sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe und mit Händen begreife und die Naturwissenschaft belegt.
und immer weniger an das, was mein Herz mir sagt. Mehr an die Bilanzen, aber weniger an den Heiligen Geist. Einstehen für Recht und Gerechtigkeit, auch wenn es unbequem wird, risikobehaftet. Einstehen für Zwischenmenschlichkeit, auch wenn es kostet, richtig kostet. Einer wird Jesus verraten. Bin ich es? Ich horche für einen Moment in mich hinein. Zwei Seelen höre ich in meiner Brust. Ein bisschen Petrus, wie kann man nur, aber zugleich auch ein bisschen Judas. Ein wenig gerne Lieblingsjünger, aber auch ein wenig der trotzige Tiger. Wie kann der nur so friedlich bleiben? Spätestens jetzt müsste doch Jesus auf den Tisch schauen. Und es war Nacht. Und es ist immer Nacht dort, wo die Liebe geht und die Angst kommt. Es ist immer Nacht, wenn Vertrauen und Nächstenliebe unter die Räder geraten und die Ich-Sucht an die Macht kommt. Und es war Nacht. Ist diese Nacht schon vorüber? Ist schon wieder alles klar? Auf der Andrea Doria schwamm drüber, außer Spesen nichts gewesen, kein Erbarmen nötig auf den Flüchtlingsrouten oder bei Alleinerziehenden in unserem Land? Was du tust, tu bald, hopp oder top, oder mitgefangen, ist mitgehangen, angebissen oder in der Nacht bleiben. Entscheide dich. Jesus bietet dir von seinem Brot, selbst dem, der es vielleicht nicht schafft, gerade zu bleiben, selbst dem, der es nicht hinbekommt, zur Seite zu stehen, ist da seine ausgestreckte Hand mit dem Brot in der Hand, mit dem Leben in der Hand. Seine Hand bleibt ausgestreckt bis zum Schluss. Komm, nimm Judas. Bis zuletzt halte ich dir meine Hand. Nehme ich sein Angebot an? Und gehe mit ihm ins Licht? Oder gehe ich mit Judas in die Nacht? Ich fürchte, diese Entscheidung ist immer wieder zu treffen. Nichts ist ein für alle Mal getan. Fürchte ich, dass ich mich immer wieder von Fall zu Fall neu entscheiden muss. Gott oder Geld abgeben oder selber essen macht fett. Helfende Hand oder Ellenbogen. Werde ich dich verraten? Oder zu dir stehen. Gott gibt mir die Kraft, das Unwichtige vom Wichtigen zu unterscheiden, das Nötige zu tun und das Unnötige zu lassen. Und gibt mir die Weisheit, das eine vom anderen gut zu unterscheiden und immer wieder zu hinterfragen. Auf jeden von uns und ergebe uns immer wieder neu von seinem Frieden.